Hey, ich bin Max von Kölz-Yu-Gi-Oh! Und rate dreimal, was heute gedroppt wurde, die Band ist. Und ich finde es erstaunlich, dass es das Konami mal eine Grafik gemacht hat, welche Karten auf die Liste neu reingepackt wurden oder entfernt wurden. Also super. Und ich finde es auch sehr verwirrend, was sie da unten hingeschrieben haben. Da stand da einfach mal: You, the full forbidden limited cardless at yuyucard.com. Ich dachte erstens, das sind so sechs von N Karten, die auf die Liste gepackt wurden oder entbannt wurden oder was weiß ich was. Aber tatsächlich sind es nur diese sechs Karten, die verändert wurden von der Liste. Fangen wir einfach mal an. Ich gehe jetzt mal auf die Hits ein. Das allererste, was ihr natürlich sehen könnt, ist Firewall. Ja, das ist wohl sehr obvious gewesen, dass der Firewall gehen wird. Aufgrund dessen, ja, was soll ich denn sagen? Mittlerweile gibt es zwar auch FDKs, wo du nicht mal den Firewall brauchst, was ich schon traurig genug finde. Da denke ich mir so, warum gibt es Spieler, die so eine Scheiße erfinden? Aber Firewall bannen hat quasi sehr viele Probleme in dem Spiel entfernt. Unter anderem die FDKs über Cannon Soldier oder was weiß ich für eine Scheiße, die du machen konntest. Unter anderem das Dark World FDK, wo du einfach mal einen Graffer im Friedhof gebraucht hast, ein Dark World auf dem Spielfeld, ein Firewall und Cannon Soldier mit Cannon Soldier. Nee, genau. Du hast mit dem Dark World halt die Möglichkeit gehabt, den Graffer wieder zu beschwören, indem du den Dark World auf die Hand genommen hast und hast den Graffer wieder beschworen. Hast den Cannon Soldier gemacht, hast den Graffer zerstört. Natürlich kommt Graffa hin, wo Firewall hin zeigt. Und was durftest du noch tun? Genau, du durftest den Effekt von Firewall aktivieren, den Dark World Special, und konntest du immer wieder durchlupen. Cool. Dankeschön, dass ich nicht mal einen einzigen Spiel zu spielen durfte, um ohne getötet zu werden. So einen Schund haben wir jetzt nicht mehr. Das finde ich auch ganz okay. Auch ganz gut. Ich finde es auch gut, dass ich glaube, die meisten Felder. Die meisten Linkfelder meine ich eher, die ein volles U-Board, extra Linkboard hinlegen können, jetzt auch damit beseitigt sind. Ich bin mir zu 0% sicher, ob es überhaupt sogar Kombos gibt, wo du nicht mal ein Firewall brauchst, um extra linken zu können. Aber ich finde das ganz gut. Also, ich finde, den Firewall zu bannen, ist sogar besser als irgendwie 10 Karten auf die Liste zu tun. Mit 10 Karten. Also, das war jetzt so einfach grob geschätzt an Karten, die man da bannen könnte. Sowas wie Cannon Soldier, Toon Cannon Soldier, diesen komischen Vogel, den man benutzt hat bei Pendulum bei FDK oder was weiß ich was. So, solche Sachen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist der beste Hit von der ganzen Liste. Und das ist auch ein großes Argument, wieso mir die auch diese Liste, auch wenn die mega klein ist, mir auch gefällt. Einfach weil der Firewall weg ist. Auch wenn viele gedacht haben, der wird nicht gebannt aufgrund dessen, dass es irgendwie eine Anime-Karte ist. Ich glaube, das ist sogar das Hauptmonster von den Hauptprotagonisten. Ich habe keine Ahnung von der Serie, aber ich habe das so gehört. Ist und deswegen das nicht gebannt wird. Aber anscheinend wurde es doch vollzogen. Das finde ich gut. Dann haben wir aber General Knight of 1. Ja, Dark Warrior von. Ich glaube, 9 Hammer-Generals wurden 7. Oder noch besser gesagt 8. Weil, ja, cool. Du hast ein Hammer-General verloren. Also, mit ein Hammer-General meine ich, du kannst immer noch roter spielen. Sprich, da hast du weitere 8 Hammer-General in Form von einer Rota, den richtigen Armor, drei Greffer. Okay, bei Greffer brauchst du halt einen Dark Monster auf der Hand. Und ein Vayu. Mit Vayu legst du halt die Malicious auf den Friedhof. Das ist halt auch ein guter Hit, weil es, finde ich, eine recht gute Normals haben ist, um einfach durchstarten zu können in Sachen Kombos mit Dark Warrior. Vor allem, wenn du dann Malicious reingelegt hast und dann Piu, 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 Combo, Combo, Combo und dann liegt ein fetter Rungonjat, wo du nicht vorbeikommst. Cool, Dankeschön. auch ganz solide, muss ich sagen. Da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Da haben wir als nächstes den Malicious auf 2, das war wohl recht obvious. Dass Malicious gehittet wird, ist halt eine super gute Karte, um weitere Monster auf dem Feld zu bekommen, sprich Floater. Dadurch, dass sie jetzt auf 2 ist, kannst du den Effekt nur einmal quasi abusen,
Außer du bist mega krank, spielst jetzt diese komische Brühl-Karte, die einfach verbannte Karten wieder ins Deck zurückmischt. Nee, auf dem Friedhof legt. Na nee, war das nicht? Ach nee, das war dieser Topf, der sagt, du darfst die zurückmischen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, es gab irgendeine Karte, wo du verbannte Karten wieder ins Deck zurückmischen konntest. Vielleicht gibt es solche Leute, die sowas dann spielen, damit die Malicious abusen können. Aber das glaube ich nicht. Aber das verhindert das, das sorgt dafür, dass jetzt, wenn man das Deck weiterspielen möchte, man nun mehr Sachen braucht, um einfach genau das, um auf dasselbe hinauskommen zu können. Da ist der Malicious Set auch ein bisschen schmerzhaft. Ist aber auch recht akzeptabel, warum die ja jetzt auf 2 ist und nicht mal auf 3. Ich glaube, damals war die auch auf 2 gewesen. Dann ist die irgendwann 2010, 11, 12, ich weiß nicht mehr, da ungefähr auf 3 gegangen. Und jetzt ist sie wieder auf 2. Das finde ich halt ganz, ganz gut. Und ja, es gibt sogar Leute, die haben gesagt, lass die mal auf 1 packen. Das fände ich sogar noch besser, aber mit 2 kann man auch nicht meckern. Bei 3 wäre das halt wiederum sehr problematisch. Und die anderen drei Karten, worauf ich mich echt freue, dass die wieder auf 3 zurück sind, ist einmal der A, der Dark Destroyer und der Called by the Wave. Also Dark Destroyer kann man ganz einfach sagen, ja, Cosmo hat so gut wie gefühlt nichts gemacht. Und auch mit einem Dark Destroyer auf 3 werden die genauso nichts tun können. Weil ich meine, ja, Cosmo ist halt nicht mehr so krass wie damals. Also damals, ich weiß noch, ich habe ja im Cosmo-Format gespielt. Okay, was heißt Cosmo-Format? Im Monarch-Pendulum Cosmo PK-Fire-Format. In dem Format halt. Das war richtig cool gewesen. Und ich glaube, dass Cosmo immer noch nicht so gut ist. Es kann vielleicht mithalten mit diesen fetten 3000er, den die jetzt haben in Form von Dark Destroyer, aber das war es eigentlich auch schon. Wirklich. Dann die anderen zwei Karten, wo ich so oder so nie mein Leben verstanden habe, wie die jetzt auf die Liste gepackt wurden letztens. Vor allem Called by the Glyph. Ich verstehe nicht, warum die Called by the Glyph auf 2 getan haben. Also ich bin jetzt froh, dass die jetzt wieder auf 3 ist, weil jetzt habe ich nicht mal diese eine gammelige Superbär, die ich noch übrig habe, die jetzt irgendwo in meinen Kamboxen rumfliegt. Hey, jetzt kann ich wieder mein Playset spielen. Ist halt ganz gut, um einfach die Handjobs da weg negieren zu können und weiterspielen zu können. Ist auch ganz nett, wenn man so auf TK-Deck spielt. Und den A. Ich glaube, A ist obvious, dass die dann auf 3 geht, wenn die dann, wenn der Firewall dann auf 1 geht. Falls ihr es noch nicht wusstet, es gab im Amerika-Format, bald gibt es ja kein Amerika-Format mehr, weil wir ja dann auch Sources besitzen, gab es ein tolles FTK, wo du halt zwei A's gebraucht hast und du immer in den A den anderen A auf der nehmen konntest. Und wenn der eine A ging, holst du wieder den anderen. Also da ist auch wieder ein Loop gewesen, wo du halt die A's loopen konntest und somit unendlich oft specialen konntest und was auf der nehmen konntest gleichzeitig durch und dann halt mit Cancel die ganzen Schund. Wisst ihr? Das ist halt auch ein bisschen ekelhaft. Was man auch vielleicht auf 1 packen könnte oder auf 3, wäre dieser komische Samsara-Lotus, den man auch immer die ganze Zeit specialen kann. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, wenn auch Firewall nicht mal da ist, ist er auch nicht mal nötig. Ich bin mir nicht sicher, war das Samsara-Lotus ohne Cannon Soldier? Ich bin mir 0% sicher, ob es über Cannon Soldier war. Ich muss das nochmal nachschauen. Aber ansonsten, zusammengefasst finde ich die Liste, auch wenn die ganz klein ist, ganz gut. Mehr hat man auch nicht zu sagen. Also die Hits kann man sich gut erklären, da kann man auch argumentieren, wieso. Es gibt auch Sachen, wo man sich eh vorhin gedacht hat, so what the fuck. Also in der Liste davor natürlich, die jetzt auch wiederum zurück auf 3 gepackt wurden. Das ist, finde ich, fair. Ja, das war's. Ich weiß jetzt halt nicht, ich schau mal ganz kurz, gibt es jetzt endlich mal ein Datum, bis wann diese Scheißliste mal gültig ist? Ich glaube nicht. Och Gott. Da steht einfach kein Datum. Schon wieder. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Weil, ja, kann ich nicht sagen. Das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.